Tja, und was macht man, wenn man in dieser wunderschönen Kulisse seine Stricknadeln vergessen hat? Ganz einfach, Armstricken. Ich habe dafür dieses Textilgarn, das ist von Teddy, und einen Tragegurt, den hatte ich bei Temu bestellt. Und wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt gleich. So, das hier ist heute mein kleines Fotostudio fürs Armstricken. Ich habe jetzt 3 Reihen gestrickt und dann sieht das Ganze so aus. Aber ich zeige euch natürlich auch den Anfang. Wir beginnen mit einer Anfangsschlaufe. Und da stecke ich jetzt meine Hand durch. Nehme eine Masche auf. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Als nächstes. Nehme ich den Faden hier in die rechte Hand und ziehe die Masche darüber auf den anderen Arm. Halt wieder hier den Faden fest und nehme die Masche auf den anderen Arm. Hier hinten am Ende habe ich meinen Faden ein bisschen kurz gelassen. Also merke, länger lassen hier unten den. Ich halte den mal fest. Achso, nee, geht ja nicht. Ist ja hier durch. So. Letzte Masche. Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, weil ich das hier zu kurz gemacht habe. So. Sieht jetzt noch ein bisschen verwirrend aus, aber das wird schon, wie immer. Wir kriegen das hin. Nächste Reihe. Ich wickele mir erstmal Garn ab. Jetzt geht es wieder zurück auf die andere Nadel. Ich halte jetzt den Faden mit der linken Hand fest, ziehe die Masche von rechts darüber und nehme das Ganze auf den rechten Arm.
immer mit der linken Hand festhalten und rüber auf den rechten Arm stricken. Genau wie beim Stricken, nur halt mit den Armen. So, das waren 3 Reihen. So sieht es von der linken Seite aus. Das Ganze wird also quasi glatt rechts gestrickt. So, nächste Reihe. Den Faden wieder in die rechte Hand. Und von rechts nach links rüber stricken. Geht eigentlich ganz gut und ist nicht so ein Wirrwarr, wie es jetzt vielleicht aussieht. So, 4. Reihe. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie weit ich hier mit dem einen Knäuel komme. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ups, muss nur aufpassen, dass mir das hier nicht vom Felsen kullert. So. Faden wieder mit der linken Hand festhalten, nach rechts rüber. Wenn man den Dreh mal raus hat, klappt es eigentlich richtig gut. Die Leute am Strand hier gucken schon, was ich hier mache. Ja, und so weiter. So lange wie ihr wollt, so lange wie die Wolle reicht. Bis gleich. Ich habe jetzt insgesamt 15 Reihen gestrickt und ich glaube, das ist jetzt lang genug. So viel Wolle ist jetzt noch übrig und jetzt werden wir die Maschen abketten. Dazu ziehe ich dann einfach, genau wie sonst, die Maschen so übereinander. So sieht das aus. So. Fertig. Ich werde jetzt mein kleines Fotostudio hier auf dem Felsen verlassen, weil ich nichts zum Vernähen habe. Das mache ich dann gleich weiter. So, jetzt habe ich das hier mal auf meinem Tisch ausgebreitet. Was ich zu dem Garn, zu diesem Textilgarn vom Teddy sagen kann, ist, habe ich vorher natürlich nicht gesehen, das hat erst ziemlich dick angefangen. In der Mitte war ein etwas dünneres Stück. Hier ist das so mit der heißen Nadel genäht, das werde ich gleich auf jeden Fall nachnähen, damit mir das nicht reißt. Und zum Ende hin wurde es wieder dicker, das Garn. Finde ich eigentlich nicht so schlimm, ist ein ganz lustiger Effekt, nur noch ein bisschen passender hätte ich gefunden, wenn das Dicke hier in der Mitte gewesen wäre. Aber gut, es ist wie es ist und ich lasse das natürlich jetzt so und werde jetzt dann die Endfäden vernähen und dazu habe ich dann hier meinen
Etui von meiner Schwiegermutter. Die gute 50er Jahre Hausfrau hat natürlich alles immer dabei gehabt. Da ist auch schwarzes Garn dabei. Das benutze ich jetzt, um die Stellen zu vernähen. Und dann ziehe ich da noch den Tragegurt durch und dann ist auch schon fertig. Also das Stricken hat jetzt, glaube ich, insgesamt nur eine Dreiviertelstunde gedauert. Das ist auch wirklich schnell gemacht. Mal zwischendurch als Kleinigkeit zum Verschenken zum Beispiel. Finde ich es, glaube ich, ganz gut. Ich hoffe, ihr auch. Dies hier ist die Endschlaufe vom Abketten der Maschen. Das werde ich hier mal vernähen, bevor sich das aufribbelt, weil die großen Maschen, die sind natürlich schnell aufgeribbelt. Muss mal ein bisschen aufpassen und wie gesagt, am Anfang, beim Beginn auf jeden Fall den Faden länger lassen, als ich das eben gemacht habe. Das war ein bisschen knapp. Da war ich etwas zu geizig. Aber ich bin ja letztendlich gut hingekommen mit der Wolle. Man hätte vielleicht auch 12 Maschen nehmen können, anstatt 10. Aber ich glaube, es ist groß genug. So. Die andere Seite vernähe ich auch, bevor ich die abschneide. Und dann ziehen wir da noch das, so sieht man da auch nichts davon. So, das ist die andere Seite. Etui, das Garn hatte auch genau die passende Länge sogar. Man brauchte das nur gerade einzufädeln. Genau richtig, genau passend, nicht zu lang. Ne, ihr kennt ja den Spruch, langes Fädchen, faules Mädchen. Das ist schon krass. So, einmal hier abschneiden. Einmal da abschneiden. Bisschen schräg, dann ribbelt es auch nicht auf. Okay. So, hier durch die abgeketteten Maschen ziehe ich mir noch einmal den Faden einfach durch und mache dann eine Öse, wo ich dann gleich mit der, wie heißt das hier, Schnalle oder mit dem Karabiner von dem Tragegurt durchgehen kann. So, wenn ich alle Maschen gefasst habe, habe ich wohl, schneide ich mir das so bei 15 cm ab, lege das hier nochmal übereinander und vernähe das auf 5 bis 6 cm. Wir können uns hier zunutze machen, dass dieses Textilgarn sich sowieso einrollt. Dann brauchen wir nur die eine Seite zu vernähen, dann rollt sich das ein, dann sieht man das nicht. Man kann da natürlich auch einfach einen Knoten drauf machen, aber ich dachte, das sieht dann nicht so schön aus. Wer nicht so gerne näht, macht einfach einen Knoten oder vielleicht auch eine Schleife. Das ist eigentlich ganz egal. Kann jeder machen, wie er lustig ist. Jetzt habe ich mich auch noch gestochen. So, am Ende einen Knoten drauf. Soll ich den nochmal zeigen? Wisst ihr, wie man den macht? Einfach mit der Nadel hier so durch die Schlaufe. So. Bisschen Finger drauf. Festziehen und dann kann man den auch relativ kurz abschneiden. So,
Da gehe ich mit der Schnalle jetzt rein. So. Damit das Ganze noch ein bisschen mehr Taschenform bekommt, habe ich es mir mal hingehängt und messe dann nochmal von dem Garn so gut einmal bzw. zweimal die Länge ab. Das weiß ich natürlich nicht, wie lang das jetzt bei euch ist. Das hängt ja davon ab, wie dick oder wie dünn eure Arme sind und wie lang das Ganze geworden ist. Und das ziehe ich dann jetzt hier durch die Ränder noch durch, dass das Ganze dann so ein bisschen mehr so diese Taschenform bekommt. So, fertig befüllt. Kann ich ab an den Strand. Das war mein Video. Armstricken am Strand. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo, damit ihr nicht verpasst, wenn ich mit der nächsten Idee um die Ecke komme. Bis dahin, eure Sylvie.